could crawl us, leave their paw on us. Hello. Herzlich willkommen. Wow, my jacket. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hurra, hurra, hurra. Wir sind begeistert. Deutschland tobt vor Begeisterung. Fußball-WM bei ARD. Eine Krawatte ist krumm, oder? Sie kommen, Sie hängen das Mikro schief drauf. Jetzt sind wir hier ganz nah. Das Mikro ist nur krumm, oder? Ist das Mikro krumm oder ist die Krawatte krumm? Das Mikro. Aber man hört doch alles, oder? Was war jetzt heute das erste Thema? Fußball-WM bei ARD und ZDF! Sieht so aus, hätten Sie auch bei RTL oder Sat.1 sehen können. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl bei ARD und ZDF. Fußball, ja, Sie wissen, wo die anderen Länder so spitze sind. Ja. Ruhe, dieser Applaus irritiert mich. Ja. Aber auch schon einen 8-Stunden-Tag hinter mir, meine Damen und Herren. Nehmt doch mal ein bisschen Rücksicht. Gleich kriege ich diese Referendarinnenstimme. ARD und ZDF kriegen die Fußball-WM. Das ist das zweite Mal, dass der Kanzler nach Holzmann einem maroden Unternehmen auf die Beine hilft. ARD, meine Damen und Herren, übertragen nicht nur, und das ist die Sensation, ARD und ZDF übertragen nicht nur Endspiel und die Halbfinals, sondern auch die Spiele mit deutscher Beteiligung. Heute Abend zwei Traumgäste. Mein erster Gast, einer unserer attraktivsten Gäste überhaupt, eine junge Dame von MTV. Und stellen Sie vor, man hat ja einen Vertrag angeboten bei MTV in USA. Aber sie hat gesagt, no, ich bleibe hier in Berlin, in meiner Stadt. In Berlin, meine Damen und Herren, fällt mir ein. In meiner Stadt, durch die einmal diese schreckliche Mauer ging. Sie bleibt in Berlin und heute Abend ist sie hier bei uns. Anastasia! Ich wollte, ich wäre ein Streichholz. Und mein zweiter Gast ist eine absolute Legende. 1972 habe ich schon 25 Mark für ihn Eintritt bezahlt. In der Stadthalle in Nürtingen. Damals mit seiner legendären Formation Insterburg und Co. Und heute Abend ist er hier, zurzeit wieder auf Tournee, mit seinem Programm Kunst und Müll. Der Urvater der Comedy, Ingo Insterburg. Es folgt ein weiterer Referendarsatz. Ich hab Zeit. Ingo Insterburg und Anastasia von MTV heute Abend bei uns zu Gast. Und wir feiern heute ein Jubiläum. Heute, vor 55 Jahren, Gründung der FDJ. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen viele Viele wissen das gar nicht mehr von den Jüngeren. Ja? Ich war auch heute Morgen, als ich auf der Zeitung gesehen habe, erst irritiert, weil ich gesehen habe, FDJ, oh Gott, schon wieder neue Tierseuche. Nein, Freundschaft. Und wenn Sie demnächst nach Tokio reisen sollen, Kurztrips übers Wochenende werden immer beliebter. In Tokio plant man jetzt sprechende Fahrkartenautomaten. Das ist eine tolle Einrichtung. Ja? Oh, danke. Und das könnte die Deutsche Bahn AG, unsere fantastische Deutsche Bahn AG, könnte das auch einführen, oder? Bitte eine Fahrkarte nach Hannover. Und der Automat sagt, warum? Immer ein Scherz. Immer ein Scherz. Übrigens auf Toiletten in Japan soll es auch kommen, ja, dieser Automat. Kommen Sie näher.
Er ist kürzer, als Sie glauben. Erkältet? Aber Zigaretten im Schritt. Ich soll wohl noch Feuer geben, was? Wie viel rauchen Sie am Tag? Wissen Sie eigentlich, dass gesundheitsschädlich ist? Aber gegenüber den anderen, die Krankenkassebeiträge zahlen, ist es fair, wenn man raucht. Weil man gar nicht in das Alter kommt, wo es richtig teuer wird. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das gibt kein Politiker öffentlich zu, aber es ist so. Führende Ärzte aus meinem Bekanntenkreis haben oft schon gesagt, ich nehme einen. Das ist mal ehrlich, also richtig teuer wird es jetzt auf den letzten Metern. Schläuche und so, das kostet. Ja. Deswegen ruhig nochmal eine anzünden. So, jetzt habe ich die Stimmung da, wo ich sie möchte, auf 0,7 Grad über Null. Französische Wissenschaftler, was es alles gibt. An dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, und vor allem Sie, meine sehr verehrten Damen, die Sie mir in den letzten Tagen geschrieben haben, bekommen sehr, sehr viel Post von reifen Frauen, die sich durch die Inhalte meiner Texte, nicht durch die Art, wie ich sie vortrage, durch die Inhalte angesprochen fühlen. Ich weiß das. Das ist der Fliege in mir, der das fühlt. Ja. Und das wird Sie begeistern. Rücken Sie ruhig mal näher in Stuttgart und in Bad Mergentheim. Französische Wissenschaftler haben herausgefunden, und sagen Sie mir, meine sehr verehrten Hausfrauen, ist das so? Frauen werden durch Hausarbeit erotisch stimuliert. Stimmt das? Ist das wahr? Durch Hausarbeit erotisch stimuliert. Daher auch der Ausdruck, Mensch, hier ist ja wie geleckt. Frauen werden durch Hausarbeit erotisch stimuliert. Das heißt, wenn ihre Frau abends stöhnt, ja, bei der Arbeit, das heißt, es macht ihr Spaß. Ich glaube, was Frauen am meisten stimuliert im Bereich Hausarbeit ist diese Stecker am Staubsauger. Wenn sie auf den Knopf tritt und der wird so diese leicht peitschend mit diesem dicken Stecker vorne dran eingerollt. Ich finde, wir Männer, am Donnerstag, morgen ist doch Weltfrauentag, oder? Ja, morgen ist Weltfrauentag und machen Sie dieser Frau ein bisschen einfacher, meine Herren, morgen. Wirklich. Stellen Sie den Kochtopf ins Schlafzimmer. Und den wollten wir doch erst morgen machen, oder? Aber morgen haben wir wieder neue Witze. Weg mit den Alten, bevor Sie Staub ansetzen. Aber verwöhnen Sie Ihre Frauen ein bisschen, lassen Sie Fantasie walten. Hausarbeit stimuliert erotisch. Schreiben Sie einfach mal in den Staub auf die Kommode, Hallo Schatz. Bitte? Was? Werbespot vergessen, gerade eben? Ja, können wir jetzt? Ja, können wir jetzt zeigen. Ein Werbespot, den wir aus Versehen vergessen haben. Morgen, Paps. Morgen. Rein. Morgen. Nescafé Gold. Für goldig bescheuerte Väter. Nescafé. Ingo Insterburg. Dreimal immer wieder schön der alte Scherz. Der alte Scherz. Immer wieder schön. Hast du schon gesehen, was Susanne heute für eine Brille hat? Ja,
Geil, das ist unglaublich. Ist die neu? Ja, ist diese Brille neu, Susanne? Brille, ne? Bitte? So eine Alex Jolik-Brille. Nein, das ist, ich habe sie vorhin gesehen. Ihr wollt sehen. Setz mal einmal die Brille auf, bitte. So? Absolut. Oh. Weißt du, wie sie aussieht? Ja, du siehst aus wie Anastasia. Ja, das haben mir schon viele gesagt. Aber ich habe noch eine andere Brille, die ist rosa. Ich finde, da sehe ich mehr nach Anastasia aus. Warum hast du die nie auf? Ich wusste aber, bist du kurzsichtig? Da ist keine Stärke drin. Ich habe mir noch heute Haarspray ins Auge gesprüht und... Du hast dir Haarspray ins Auge gesprüht? Ja. Was sie alles macht, um in Stimmung zu kommen für dich. Rosa Brille. Du hast eine rosa Brille? Eine rosa Brille. Auch rosa ohne Blau. Dioptrien. Ohne, ja. Sieht sehr gut aus. Super. Du sollst sie mal aufsetzen, diese rosa Brille. Hörst du mal die rosa Brille auf? Ja, mal sehen, okay. Ja. Yeah. Diese jungen Frauen heutzutage tragen Brillen. Unser eins musste es damals als Sehhilfe. 1961 habe ich meine erste Brille bekommen. Da gab es überhaupt nur ein Gestell in ganz Deutschland. So wie Ben Wisch. Diese dicken Horngestelle. Da ging man durch dieses regnerische Voralpengebiet, weißt du? Und heute tragen diese jungen Frauen Brillen einfach als modische, sagt man Accessoires? Accessoires? Ja, aber es heißt ja auch Accent. Accent, genau. Man sagt der Studienassessor, man sagt ja nicht der Studienaccessor. Der Studienassessor, aber die modischen Accessoires. Immer mehr Assessoren benutzen Accessoires. Abend. Und am Sonntag, nein, das war Sonntag vor einer Woche, war das Thema bei Sabine Christiansen, glaube ich, Fußball. Ja, genau. Fußball in der ARD und jetzt ist es soweit. Fußball, unser Lieblingssport Nummer 1, in dem wir früher Weltspitze waren, in ARD. Und ZDF. Und Christiansen hat mittlerweile regelmäßig über 6 Millionen Zuschauer. Die Sendung ist so erfolgreich, dass sie jetzt mehrmals in der Woche ausgestrahlt wird. Die heutige Folge läuft bei uns. Hallo und herzlich willkommen zu Sabine Christiansen. Hugo Hobel wird da fallen aus Späne. Unani, mein Thema heute. Bevor ich Ihnen meine Gäste vorstelle, hier noch unser Vorbericht. Volksseuche Onani. Jährlich verursacht übermäßiges Reiben an den Genitalien einen volkswirtschaftlichen Schaden von mehreren Milliarden Mark. Der Mediziner und Diplom-Volkswirt Hasso von Steifenrein sagt, warum. Onani ist asozial. Jährlich kommen Millionen Menschen zu spät zur Arbeit, nur weil sie unbedingt sich auf den letzten Drücker zu Hause noch einen hobeln müssen. Der Chef sieht sowas nicht gerne. Und überhaupt, wer soll das denn bezahlen? Wer soll das bezahlen? Ein anderes Beispiel zeigt, wie gefährlich Onanieren sein kann. Arndt Stelter ist 38 und wohnt noch zu Hause. Er kann der Versuchung nicht widerstehen und holt den Lurch raus. Verantwortungslos. Ja, denkst du bitte daran, dass ihr da? Mutter Stelter war auf der Stelle blind. Die Krankenkasse musste sparen. Ein echter Blindenhund war aufgrund der Kostenexplosion nicht drin. Gute Nacht, Deutschland. Und damit wieder verbittert zurück ins Studio. Das sind harte Worte. Mal sehen, was mein erster Gast dazu sagt. Herzlich willkommen, Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Sie hat damals in Talkshows gezeigt, wie man richtig Hand anlegt. Herzlich willkommen, Nina Hagen. Mein dritter Gast kennt sich aus mit Schruppen und Bohnen. Herzlich willkommen, Meister Propper. Mein vierter Gast meint, Hornhaut an den Händen muss vom Arbeiten kommen. Herzlich willkommen, Bundesarbeitsminister Walter Riester. So, Herr Riester, weil es gerade so schön zum Thema passt, gibt's noch eins auf die Pfote. Uje, so ein Mist. Keine Zeit mehr. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und sage, lassen Sie die Hände über der Bettdecke. Bis dahin alles Gute. Ihre Sabine Christiansen.
Diese Dinge, die wir im Internet versteigern, ja, unter www.schmidt.de, der Erlös dafür geht an einen wohltätigen Zweck. Ist das so? Natürlich. Ja, natürlich, ja. SOS Kinderdörfer. SOS Kinderdörfer. Mhm. Schön, sehr schön. Und meine Damen und Herren, es gibt neue Dinge im Internet zu versteigern. Und zwar, Sie erinnern sich, kürzlich habe ich hier unseren Bundespräsidenten rasch skizziert. Dieses Bild hier wird, da trug er irgendwie so eine Mütze. Ja? Ich weiß nicht, war das ein ausländisches Besuch oder was, eine Karnevalsmütze? Ja, in Indonesien war In Indonesien, ja. Dieses Bild hier wird, können Sie im Internet versteigen, ich sage es nochmal, seien Sie nicht zu knausrig, das Geld geht an einen wohltätigen Zweck. Aber das Allertollste ist neu. Ich habe Ihnen doch vor einiger Zeit erzählt, wir haben einen neuen Teppichboden hier. Ja? Nach 5 Jahren haben wir den Teppichboden erneuert. Und schauen Sie sich bitte das an. Frisch geschäumt, gekettet am Rand. Und den alten Teppichboden haben wir in 30 gleiche Teile zersägt und in Plexiglas eingebaut. Limitierte Auflage. Das hier ist das 24. von 30. Und Sie sehen es hier unten aus der Show von Dezember 95 bis zum Februar 2001. Und es gibt natürlich ein Zertifikat. Mit diesem Zertifikat bestätigt Harald Schmidt-Show die Echtheit des Teppichbodens, des Protests und den Gästestühlen. Hellgraue Schlinger, Ware ca. 30 x 28. Unter anderem standen auf diesem Teppich Cindy Crawford, Tom Hanks, Verona Feldbusch. Und das hier ist Quadrat Nummer 24. Hier können Sie es genau sehen. Das hier ist der Platz für im Idealfall 2 Stühle. Und 24 war hier. Hier waren die Füße von Tom Hanks, ja, von Cindy Crawford, von Helmut Berger, von Mario Adolf, Jenny Elvers, Heinz Hönig, Claude Oliver Rudolph, Charlie Muhammad Huber, genau. Richie Müller, ja. Till Schweiger, ja. Katja Flint, Katja Riemann, ja. Spielt jetzt Theater, oh ja, in Berlin. Und wie heißt das Stück? Raucher, Nichtraucher. Sagen Sie doch wenigstens einmal in die Kamera rein, ich rauche gern. Ja. Ja. Wie lange rauchen Sie schon? Viel zu lange. Ach, solange es Spaß macht. Immer müssen wir alle gehen. Das ist das wirklich der Originalteppich? Ja, das ist ja, der das ist der Originalteppich. Du hast ja unterschrieben. Ja, ich bürge dafür. Da war ja auch schon Sir Peter O'Toole, Sir Peter Ustinov. Und die Ärzte. Gérard Depardieu. Alain Delon. Pierre Richard. Catherine Deneuve. Hier, der Herr Antrag hat schon unterschrieben. Schauen Sie mir diese Unterschrift an. Liebe, wie heißt das, Graphologen? Ja. Zu Hause, das ist die Unterschrift von Herrn Antrag. Manuel Andrack. Ich habe jetzt diese runden Bögen nach oben, das ist, glaube ich, eine erotische Fantasie, die unerfüllt ist. Ich habe das neulich gelesen, an der Art, wie Männer das G machen, können Sie erkennen, ob er ein leidenschaftlicher Liebhaber ist. In meinem Namen ist aber kein G. Aber jetzt kann ich. Ich kenne ihn. Es waren aber mal 2G am Schluss von Antrag. Hat man die abgenommen. Das TK ist eine Prothese. So, jetzt unterschreibe ich hier. Ist so richtig, oder? Ja, ja, ja. Du hast auch so einen Aufschwung, ne? Na. Ich kann dir meine Unterschrift gleich mal zeigen. Bei meiner Unterschrift bemühe ich mich krampfhaft seit Jahren um so eine Pseudonormalität. Das ist meine Unterschrift. Ja, sehr eng, sehr schräg, übersteigerter Ehrgeiz, Geiz, fehlende Kreativität wird durch überzogenen Ehrgeiz ausgeglichen. Naja, Sie wissen es ja eh. So, jetzt haben wir es unterschrieben. Ja?
Also, das hier, das 24. von 40, von 30. Von 30? Von 30. Bin ich zu schnell heute? Nee, nee. Nee. Oh, wir haben ja noch viel vor. Wir haben ja heute ein Material, meine Damen und Herren, das glauben Sie ja nicht, was? Raussperrer? Ach so, Zeit für den Räusperer des Tages. I'm not that kind of girl. Anastasia steht hier mit den Karten. Und Anastasia kommt gleich. Und das ist 3x1 und 3x7 Liebeslieder, die Platte von Ingo Insterburg. Hast du gestern Abend Fußball geguckt? Nee. Es muss ein fantastisches Spiel gewesen sein. 0-3, die Bayern, und bei uns laufen Wetten im Team. Wir sagen, Herr Antrag und ich sagen, die Bayern werden die Champions League gewinnen. Ja. Es laufen aber Wetten dagegen, die sagen, die Bayern kommen nicht mal in die nächste Runde, weil sie nächste Woche gegen Arsenal London verlieren. Und Effe hat heute gesagt, Uli Hoeneß muss neue Spieler kaufen. Ja, das geht ja nicht so schnell. Ne? Wieso? Naja, jetzt vor dem Arsenal-Spiel, die spielen ja nächsten Mittwoch schon. Das geht nicht, aber danach. Ja, ja. Und Effe sagt, er will sich nicht bei der Vereinsführung einmischen, aber Hoeneß muss neue Spieler kaufen. Ja. Blutauffrischung. Mhm. Wörtlich, bei den Bayern. Und wie ist Real Madrid schon sicher in der nächsten Runde? Real Madrid ist auf jeden Fall weiter, ja. Real Madrid hat doch neulich, habe ich die Zeit, das jetzt zu erzählen? Oder? Ja. Ja. Real Madrid hat doch neulich, gegen wen haben die denn gespielt? Auch gegen einen englischen Club, gegen Leeds, war das so? Ja. War das gegen Leeds? Also sie haben jetzt gestern gegen Leeds gespielt, aber... Das kann nicht gestern gewesen sein, weil gestern habe ich das Ergebnis in der Zeitung gelesen. Da haben die innerhalb, die gegnerische Mannschaft ging in Madrid 1-0 in Führung und eine Minute später glich Madrid aus. Das war Lazio Rom. Das war Lazio Rom. Ja. Lazio Rom. Unglaublich, gleichen die nach einer Minute aus. Aber ich verplaudere mich schon wieder. Ja. Wie komme ich da drauf? In der nächsten Runde der Champions League gibt es eine faustdicke Überraschung. Das ist Irma Heidkemper, 53, Hausfrau aus Waldbröl. Die Mutter von drei Kindern hat eine ungewöhnliche Geschichte zu erzählen. Alles begann an einem ganz normalen Freitagnachmittag. Ja, das stimmt. Ich war gerade beim Bügeln. Blenden wir also zurück. So, die Rückblende ist fertig. Wenn Sie jetzt bitte mal ans Bügelbrett treten wollen, Frau Heidkemper. Ja, gut. Beim Bügeln sieht die Heidkemper mit Vorliebe fern. Zufällig lief gerade die Auslosung zum Champions League Viertelfinale. Dann passiert das schier Unglaubliche. Los wird gezogen. Und Real Madrid. Real Madrid, der Titelverteidiger und spanische Meister, gleich der härteste Brocken zu Beginn. Jetzt der Gegner. Frau Heidkemper. Gegen Frau Heidkemper aus Waldbröl, eine Überraschung. Allerdings, die Heidkemper kann es kaum fassen. Ausgerechnet Real. Mir persönlich wäre Manchester United lieber gewesen. Der dritte liegt mir mehr, von der ganzen Spielanlage her. Real Madrid, das ist die Creme de la Creme des europäischen Spitzenfußballs. Ein Team gespickt mit Ausnahmeakteuren, die ihren Sport regelrecht zelebrieren. Hat eine einfache deutsche Hausfrau da überhaupt eine Chance? Das Umfeld der Heidkemper reagiert gelassen. Real, das packt die Irma. 100 pro. Ich sag mal, das Irmchen darf sich von Real nicht hinten reindrängen lassen. Wichtig ist, nach vorne marschieren und auch dahin gehen, wo es weh tut. Im Fußball ist alles möglich. Mein Schwager hier zum Beispiel, der Kronhofen, der hat letztes Jahr den UEFA Cup gewonnen. Gegen AC Parma. Na bitte, geht doch. Exakt, es gilt auf dem Platz. Natürlich sind Stars wie Figo, Raul oder Roberto Carlos an guten Tagen durchaus in der Lage, eine Hausfrau mittleren Alters aus den Puschen zu spielen. Die Verhältnisse scheinen klar. Hier Top-Spieler mit einem Marktwert von bis zu 116 Millionen, da ein einfaches Muttchen mit 870 Mark Haushaltsgeld. Doch die Heidkemper lässt sich nicht irre machen. Und eventuelle spielerische Defizite macht sie mit unbändigem Kampfeswillen weg. Ja gut, ich sag mal, Real ist natürlich Weltklasse. Ein Figo kannst du nicht 90 Minuten ausschaffen. Das bringt auch nichts, den in Manndeckung zu nehmen, weil dann stehen ja auch die anderen frei. Am besten, ich drehe gleich am Anfang gerade zusammen. Dann der große Augenblick. Real Madrid, genannt die Königlichen, gegen Irma Heidkemper, genannt die Tanne. Diese einmalige Kulisse, diese prickelnde Gänsehautatmosphäre. Auch für die Hausfrau aus dem Oberbergischen ist das natürlich etwas ganz Besonderes. Ausgelassene Begeisterung bei den zahlreich mitgereisten Fans. Noch kann niemand ahnen, dass das, was folgt, in die Annalen des Fußballsports eingehen wird.
Aber hören wir den Originalkommentar. So, der Anstoß ist ausgeführt. Die Heidkemper übernimmt sofort die Initiative. Freuen wir uns auf ein packendes Fußballspiel, bei dem Real natürlich favorisiert ist, ganz klar. Roberto Carlos attackiert von der Heidkemper. Kein Foul, kein Foul! Das ist einfach gesunde Härte im europäischen Fußball, absolut üblich. Lamentieren ist da absolut fehl am Platz. Auch das kein Foul. Real jetzt doch mit deutlich Respekt. Heidkemper völlig frei, zieh ab, Mädel! Tor! Da hat's geklingelt. Da sieht die hochgepriesene Realabwehr aber ganz alt aus. 1:0 für die tüchtige Hausfrau aus Waldbröl. Ja, das haben sich die Madrilen gewiss anders vorgestellt. Na gut, am Ende hieß es dann zwar 1:258, aber im Rückspiel ist noch alles drin. Toi, 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 Irma. Hause weg. Mein erster Gast heute Abend, einer unserer Lieblingsgäste, Moderatorin bei MTV und seit neuestem eine eigene Kolumne in der Bild-Zeitung, Anastasias Clubcheck. Herzlich willkommen, Anastasia! In Flammen. Ja. Ach, jetzt kapiere ich auch. Deswegen vorhin diese Sache mit dem Streichholz. Genau, so eine Anspielung. Ja. Auf die Leidenschaft, die in mir lodert. Ist das so? Ja. Ist das richtig, dass man dir ein Angebot hat von MTV in New York? Ein Angebot gemacht? Ja, total spacig. Also, spacig? Ja. Wie kam es dazu? Ich habe eine Mail bekommen. Ja. Und da schrieb da so ein Typ, hey, ich bin Tab aus New York, ruf mich mal an. Und dann habe ich angerufen. Wie denn Tab aus New York? Hat er sich von MTV zu erkennen gegeben oder wie? Ja, also man, wenn man intern bei MTV ein Mail verschickt, ja, dann kommt immer so ein Anhang. Aha, ja. So Secret Message, MTV und sowas. Und das hang da auch dran, dann wusste ich, okay, der Junge ist sauber. Ja. Und da habe ich angerufen und er meinte so, ja, er hätte einen Tipp aus MTV London. Das Mädel könnte das machen. Und das Problem ist halt, die wollen mich ganz. Ja. Und das ist schwierig. Ja, das heißt, du hättest nach New York ziehen müssen. Genau, und das nicht nur für kurz, sondern gleich so ein 2- oder 3-Jahres-Vertrag. Und wirklich, und da überlegt man als junge Frau, ob man das machen soll? Ja, ich meine, ich bin ja schon sehr glücklich hier, ne? Ja. Berlin ist geil, meine Sendung ist geil. Ich bin ja auch DJ, Radio, Club-DJ. Dann, wie gesagt, meine Kolumne hast du ja gerade erzählt. Wie oft schreibst du die? Einmal die Woche, jeden Samstag. Ich sage halt so, was so geht, ja, clubmäßig. In Berlin? In Berlin. Da musst du auch wirklich selber auf die Piste gehen? Tue ich nicht mehr so oft wie früher, also ich lege nicht mehr so oft selbst auf, ja, aber ich gehe noch gerne aus, ja. Zittern die Clubs vor dir, ob sie empfohlen werden oder nicht? Nee. Nee. Da, wo ich hingehe, mag ich es eigentlich eh immer. Aber bist du dann sehr kritisch. Ja, aber bist du da nicht irgendwann durch mit den ganzen Clubs? Also nein, so. Berlin ist doch so wirklich, ich war schon so lange, leider so lange nicht mehr da. Es soll ja unglaublich abgehen in dieser Stadt. Ist das ja, so? Ja, diese sogenannte... Guck, Sie kommen aus Berlin. Rules. Sie sind Berliner, haben auch schon diese modischen Brillen auf. Ja, es ist wirklich, also Berlin, das soll so abgehen. Ist das so? 10 Jahre zu spät. Ja. Was, die Brillen sind 10 Jahre zu spät? Ja, schon, ne? Nein, entschuldige bitte, klär mich auf. Ja. Ist das so? So hart ist der Trend und die Mode heute, diese Brillen sind 10 Jahre zu spät. Yes. Aber was hat man heute für Brillen? Gar keine mehr. Gar keine? Nee. Man hat Kontaktlinsen. Kennst du Marilyn Manson? Ja. Ja. Hast du dem mal in die Augen geschaut? Nee. Das ist spacig. Also er hat eine Kontaktlinse, die ist so milchig. Ja. Da kommt nur die Linse durch. Ja. Und das andere ist normal. Was bei ihm ja auch nicht wirklich normal ist, aber es ist halt normal. So ist er geboren. Und dann guckst du dem Typen in die Augen, ja, und überlegst die ganze Zeit, wo guckst du hin? Rechts, links, rechtes Auge, linkes Auge. Und du kannst dich gar nicht aufs Gespräch konzentrieren. Und das ist in. Wo ist der Berliner da? Aha, spacig. Ich denke, ist spacig so das amtliche Wort zurzeit? In meiner Welt schon, ja. In deiner Welt? Ja. Ja. Und diese Welt ist dir so wichtig, dass du dich gegen New York entschieden hast? Ich meine, das ist so eine einmalige Chance. Es ist wirklich ein Traum. Also ich würde so gerne in New York leben und arbeiten, aber ich würde halt gerne hin und her fliegen. Ich würde schon gerne weiter für Berlin und Deutschland arbeiten und ab und zu hinfliegen. Das würde ich schon machen, aber so exklusiv und hallo, ich bin weg für 3 Jahre, nee. Das ist mir zu krass. Hat sich das dann innerbetrieblich für dich ausgewirkt, dass du hier geblieben bist? Gehaltserhöhung? Ja. Freiwillig vom Sender? Ja. Aber diese scharfe Tante da bei euch, die ist ja jetzt weg. Wie hieß die nochmal? Gräfin Salm.
Christiane. Christiane Salm. Ja, wir hatten letzte Woche eine ganz fette Abschiedsparty. Wirklich? Mit Karaoke und allem drum und dran. Die hat sie geschmissen. Ja, aber sie hat nicht gesungen. Ja. Das haben ja die Mitarbeiter gemacht. War ihr neuer Freund auch da? Wer ist denn das? Ich weiß nicht, ich hab's vergessen. Ich hab's irgendwo in der Zeitung gesehen. So ein Ups, ich sag nichts Falsches. Nein? War sie alleine da? Nein, mit ihrem Bruder. Mit ihrem Bruder? So ein ganz großer ist das, ne? Der ist total nett. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Da habe ich wahrscheinlich jetzt wieder verschissen. Ach, Namen sind Schall und Rauch, weißt du? Hauptsache, ich kenne sein Gesicht. Ja, das ist das Entscheidende. Ich würde ihn erkennen. Ja, ist so ein ganz großer. Großer, gut aussehender. Ja. Fast so gut aussehend wie seine Schwester. Ja. Und wo war die Party? In München, in irgendeinem Laden, also keine Ahnung, München. Bei Hot, schon in dem Verkaufskanal, wo sie jetzt ist oder wo? Nee. TM3, sie geht zu TM3. Sie geht zu TM3, der früher mal die Champions League gemacht hat und jetzt wieder Laubsäge arbeiten. da geht sie hin, ja. Ja, aber ich denke mal, da wo sie aufräumt, da wird es nicht so lange bleiben. Ich glaube auch. Ja, die hat es echt drauf. Ich denke mal, in einem Jahr wird TM3 ganz anders aussehen. Aber zu der Party nochmal. Ja. Das war in so einem ganz schrägen Teil in München, hab den Namen vergessen, aber da bedienten... Das ist schon das zweite Mal, dass du den Namen vergessen hast. Anastasia, du bist noch keine 25. Nein, er ist 21. Aber dafür schon ganz schön verdorben. Ja. Wegen dem Streichholz? Nein. Also, nochmal zu dieser Party. Ja. Was wollte ich denn erzählen? Wo war die nochmal? Nachher vergesse ich das. In diesem Laden, wo du den Namen nicht mehr weißt, mit dem Bruder, wo du nicht mehr weißt, wie er heißt, aber du würdest ihn, und das ist das Neue in deiner Generation, sogar am Gesicht wiedererkennen. Ja. Schräge Party, ja. Ich kann mich aber auch an die Bediensteten erinnern. Das waren junge Jungs in Schottenröcke. Ah. Und du kannst dir vorstellen, was mein Bestreben war, je länger ich auf dieser Party war. Zu wissen, ob sie alle schwul sind. Oder nicht. Nein. Nein, was sie unter dem Rock hatten. Genau. Trugen sie was drunter? Das konnte ich dann nicht herausfinden, weil ich dann zuerst herausfand, dass sie alle schwul sind. Es ist wirklich alle. Ja. Sahen alle toll aus, ja, und alle schwul. Mhm. Sie wollten es mir nicht zeigen. Tja. Ja. Wie lief dann, wie lange warst du auf der Party? Ja, ich bin dann irgendwann gegangen, als ich wusste, da ist jetzt nichts mehr zu holen. Aber hast du nicht mal selber so... Ich meine jetzt unterm Rock. Nee, ist klar. Natürlich, aber hast du nicht mal selber auch in Amerika schon so Partys in Stimmung gebracht als Tänzerin? Ja, aber ich habe Unterwäsche getragen. Ja? Ja? Was warst du da für eine Tänzerin? Go-Go-Tänzerin. Go-Go? Mhm. In was für ein Etablissement? Das war in Santa Monica auf dem Boulevard, und wer schon mal da war, weiß, das ist das schwul-lesbische Viertel. Richtig. Und das war auch ein schwul-lesbischer Club. Aha. Mhm. Und die liegen da auf einem eigenen Teil des Strandes. Ich saß auf diesem schmalen Hetero-Teil da mal an diesem Strand, wo sie die Familien sitzen in T-Shirt und mit so Kühlboxen und so. Und der Schwulenstrand ist wirklich, die Leute sehen alle aus wie aus Baywatch, oder? Wirklich, unglaublich, unglaublich durchtrainierte Körper, Männer wie Frauen. Und da hast du gearbeitet? Mhm. In einem schwul-lesbischen Club? Ja, das war lecker. Also so zum Angucken. Ja? Bist du da angegraben worden von den Frauen? Ja, schon. Also von den Männern natürlich nicht. Nee, klar, ja. Klar. Und von den Frauen, das war richtig angenehm, weil da habe ich halt mal die Erfahrung gemacht, wie Frauen baggern. Wie baggern Frauen? Das würde mich mal interessieren. Wesentlich stilvoller. Sie schauen halt auch mal in die Augen, nicht nur auf die Titten. Ja, aber kann man denn durch einen Blick in die Augen merken, ob das gebaggert ist? Ja. Von Frau zu Frau? Ja. Das durchbohrt. Und natürlich habe ich auch Telefonnummern zugesteckt bekommen und so, aber ich habe natürlich... Bei welcher Gelegenheit? Am Tisch oder auf der Toilette oder wie? Auf diesen Käfigdingen. Also diese Käfige. Welche Käfig? In denen ich getanzt habe. Du hast in einem Käfig in einem vor Lesben getanzt? In einem Käfig? Gelten? Ja, warum im Käfig? Zur erotischen Stimulanz? Ja, genau. Aha. Und vielleicht auch vor Schutz? Ich meine, keine Ahnung. Ja. Aber manchmal auch auf so kleinen Podesten. Also jetzt mal hier so ein Podest, so rund. Ja. Also nicht immer hinterm Käfig. Aha. Und auch nicht ausziehen, ne? Nicht verwechseln mit Striptease. Gogo-Tanzen ist nur Vortanzen in leichter Bekleidung. Und dann mussten die auch so Geld reingeben? Nein. So geht das nicht. Ich habe da ganz normal mein Geld von dem Clubbesitzer bekommen. Mhm. Wahrscheinlich mit ganz strengen Vorschriften sogar, oder? Um das nicht in so einem Prostitutionsbereich abgleiten zu lassen. Also sind in Amerika ganz hart. Erschießen
kann schon mal vorkommen, aber nackter Busen in Santa Monica, ganz streng. Ganz streng, wirklich. Ja. Ja. Ja, ist so, ja, oder? Recht. Ist ja, so. Recht. Ja. Ist so. Ja. 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 Das habe ich neulich gelesen, am Samstag habe ich es gelesen in der Zeitung, ich weiß nicht mehr wo. Wenn in der U-Bahn eine nackte Großmutter und eine mit einer MP sitzt, wird die Nackte verhaftet. Ich fürchte, das stimmt, ja. Kalifornien ist sowieso ein ziemlich crazy Land, aber es war fun. Es war fun. Und jetzt hast du dich aber für Berlin entschieden, um mal wieder ein bisschen in heimatlichen Gefilden zu bleiben. Ist da auch die Echo-Verleihung, die nächste in Berlin? Ja, nächste Woche. Wo ist die in Berlin? Im ICC. Ach, da war ja schon früher die Hitparade, also das ist dann nicht so spacig. Ist dieses schöne Gebäude da in der Nähe des früheren Reichsrundfunks, wie heißt es jetzt, SFB? Genau, ja. Genau. Und das ist nächste Woche Donnerstag, ich werde da auch drehen, Backstage und einen Preis verleihen. An, weiß ich noch nicht. Ja, ne? Und mit wem wirst du Interviews machen? Janet Jackson hat heute zugesagt, sie wird kommen. Ja. Madonna steht noch auf der Liste. Ob sie kommt oder nicht? Ja. Vielleicht mit Guy Ritchie im Garten. Wie findest du Guy Ritchie? Der ist mir so egal. Echt? Ja. Ist es nicht dein Typ? Nee, gar nicht. Das soll so ein Netter sein. Ja. Viele Frauen sagen, oh, der sieht so nett aus. Er sieht auch nett aus, aber er hat keine schöne Stimme. Und du weißt ja... Die Stimme ist für dich das Entscheidende. Mhm. Madonna. Du hast geprobt, ja? Kommt Jennifer Lopez auch? Die steht auch auf der Liste, hat noch nicht hundertprozentig zugesagt. Also es wird ein heißer Abend. Stimmt es eigentlich, dass man sie J-Lo nennt? Ja. Also ihr Album, das zweite heißt so, und ihre ganze Family und die Crew nennt sie J-Lo. Ja. Und sie ist unglaublich erfolgreich, oder? Platz 1. Ja, fantastisch. Platte, Platz 1 im Film. Film und Puffy ist weg vom Fenster. Ja, Puff Daddy. Wie heißt Puff Daddy eigentlich wirklich? Sean Combs. Yes, das sind die Frauen aus der Branche. Helmut hat es neulich auch gewusst, ja. Sean Combs, echt? Puff Daddy. Wer moderiert diesen Echo? Weiß ich nicht. Ich würde es gerne moderieren. Wirklich? Würde ja. Sowas Spaß machen, so ja. Eine Gala? Aber es ist viel Arbeit und bringt nicht so viel. Es ist besser, wenn du einen Auftritt hast, um irgendwas zu verleihen. Lieber eine Minute als zwei Stunden arbeiten, ne? Ja. Und da habt ihr auch wieder Urlaub gemacht zusammen mit MTV? Nee, noch nicht, aber es ist in Planung. Wo? Stimmt, wir waren letztes Jahr im Schnee und wir planen dieses Jahr Wüste, mal als Gegensatz. Wüste? Ja, und mir wurde so in besoffenem Zustand auf der Party schon gesteckt, dass die Großmäuler da richtig rangenommen werden. Das heißt, irgendwelche Angeber müssen da Bungee-Jumpen und irgendwelche Sachen machen. Bungee-Jumpen in der Wüste? Mhm. Wie denn Hammer, das? Ne? Keine Ahnung, ich bin ja kein Großmaul, ich werde es nicht machen müssen. Ja, du bist nach Nordafrika oder wohin, ja? Ich denk mal, so Israel oder Dubai, wo ist eine Wüste, weiß ich nicht. Von Berlin aus mit der S-Bahn 20 Minuten. Anastasia, pass auf dich auf. Mach ich. Das ist eine Karriere, das gibt's ja nicht, ja. Wow, und komm bald wieder. Anastasia, meine Damen und Herren, und gleich Ingo Hinzeburg.